Liebe Zuschauer, Schlagzeilen machen heute vor allem die US-Technologiewerte. Wenn man ehrlich ist, nicht nur heute, sondern schon in jüngster Zeit. Den einen wird vorgeworfen, sie würden den amerikanischen Postdienst ausnutzen und sollen demnächst höher besteuert werden. Die anderen können keine Aprilscherze bzw. wissen nicht, dass es in vielen Teilen der Welt sowas gar nicht gibt und sowas extrem missverstanden werden kann. Der TecDAX kann sich dem nicht ganz entziehen. Nichtsdestotrotz schlägt er auf längere Sicht immer noch den DAX um Längen. Jetzt stellt sich aber die Frage, verderben da die Überseeaktien doch hierzulande die Stimmung? Besprechen wir in Zertifikate aktuell mit Christian Köker von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Köker. Guten Tag, Frau Erhardt. Ja, 2017 war der TecDAX besser als der DAX, deutlich besser. Und auch 2018 läuft es noch ganz gut. Aber wir haben Datenskandale in den USA, Facebook, Schelte auf Amazon, drohende Steuern. Inwieweit sind diese Nachrichten, die nun mal nicht hausgemacht sind von hier, eine Belastung für den TecDAX? Ja, man konnte das in den letzten Tagen schon sehen, das ist der Fall. Vielleicht nicht in dem direkten Ausmaß, wie man das eben dann auch an der Nasdaq sehen kann. Aber klar ist, dass es eben auch Verflechtungen gibt. Es gibt eine gewisse Sippenhaft, wenn man so möchte. Manche Unternehmen aus dem TecDAX fungieren ja auch als Dienstleister, als Zulieferer für einige dieser großen Unternehmen aus dem Nasdaq. Das heißt, wenn bei denen sich der Ausblick eintrübt, dann hat man natürlich auch Sorge, dass das die deutschen Unternehmen gleich mit in den Strudel zieht. Da gab es Nachrichten zu Apple mit Chip-Herstellern. Genau. Das würde auch auf TecDAX, die hierzulande durchschlagen, aber er reagiert immer noch nicht so heftig, aber wie die Nasdaq-Indizes. Was tragen heimische Titel denn zur Stützung bei? Auch wenn man sagen muss, dass das All-Time-High doch wieder ein kleines Stückchen weggerückt ist. Ja, also erstmal muss man ja sagen, wir reden jetzt gerade über eine Delle, muss man mal sagen. Wenn wir uns hier dieses Bild angucken über die letzten 3 Jahre beim TecDAX, das ist fantastisch. Ja, wir reden über 50% plus. Ja, das macht Börse richtig Spaß. Da hat man auch den DAX deutlich outperformt in der Zeit. Und wenn wir sogar die Hochpunkte da oben mal annehmen, die nicht ganz die All-Time-Highs sind, aber dann sind wir schon in die Nähe, dann haben wir noch größere Pluszuwächse zwischenzeitlich gehabt beim TecDAX. So, und jetzt muss man halt sagen, charttechnisch ist es sehr, sehr interessant, gerade weil wir eben hier in diesem Bereich sozusagen aufgesetzt sind, wo es auch halten musste. Wir haben ja mehrere Punkte in der Haltezone bei etwa 2450 Punkte. Wir waren mal ganz kurz drunter, wie man dann auch erkennen kann. Ja. Und dann hat es eben nach oben wieder weggedreht. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen gewesen, dass wir hier noch auf weitere Kursanstiege wieder hoffen können. Weitere Kursanstiege, weil die 2,4 respektive 2,450 ungefähr mehrfach gehalten hat. Was ist denn dann charttechnisch überhaupt drin? Ja, tatsächlich könnte man jetzt, ich glaube, es ist ein 17-Jahres-Hoch, habe ich heute noch gelesen, könnte man tatsächlich diese Kursbereiche hier oben wieder ansteuern. Hier diese beiden, dieses Doppeltop, was man hier so schön sehen kann, das ist im Bereich von 2725 Punkten. Also das ist durchaus das Potenzial, wenn wir diese Unterseite da halten sollten, aus rein technischer Sicht wohlgemerkt, wenn eben nicht andere große schlechte Nachrichten aus der Welt der USA oder aus dem Handelskrieg halt hier rüber schwappen. Das ist es immer, es ist kein Mikrokosmos. Ganz genau. Mehr. Sie sagen nichtsdestotrotz, TecDAX ja, besser als der DAX und sagen, wie wäre es denn, diese Performance mit einem Optionsschein abzubilden? Demnach müssen Sie auf einen Call gehen. Ja, wenn ich natürlich weiter von positiven Kursen ausgehe und ich sag mal rein technisch hatten wir jetzt gerade eher ein Argument mehr in der Hinterhand für steigende Kurse als für fallende Kurse, dann kann ich mich natürlich eben überlegen, wie bilde ich das jetzt ab. Ja. Partizipationszertifikate, mit denen man das 1:1 machen kann, sind eine Sache. Wenn ich sage, ich möchte da gerne ein bisschen mehr Musik haben, dann ist vielleicht auch mal der Blick auf einen ganz klassischen, ja, althergebrachten Call-Optionsschein angezeigt. Und ich habe hier ein Produkt mitgebracht mit einem Basispreis von 2625 Punkte. Der Betrachter wird eben gemerkt haben, dieses Niveau liegt über dem aktuellen Kursstand vom TecDAX. Das heißt, was bedeutet das so? Das heißt, ich muss bis Dezember diesen Jahres, also in Sicht der nächsten 9 Monate, muss ich auch die erhofften steigenden Kurse sehen, damit ich aus diesem Produkt auch eine positive Auszahlung habe. Okay. Mehr noch, der Index muss so viel über dieses Niveau hinaus steigen, dass ich auch den Kaufkurs, ja, also die beispielsweise 1,25 € diesen Optionsschein kosten könnte, dass ich die auch wieder, ich sag mal, ins Verdienen bringe. Aber auf dem Weg dahin habe ich eben ein Omega, was im Grunde genommen dem Hebel eines klassischen Optionsscheins entspricht, von 8, was mir auch während der Laufzeit hilft, dass ich Kursanstiege des TecDAX, die ich hoffentlich sehe, überproportional auf den Preis hier meines Optionsscheins wirken sehe. Okay, also das Omega
Wir machen keinen Griechischkurs, sondern es ist der Hebel sozusagen für diesen Optionsschein, der mir hilft, über diesen Basispreis von 2.625 überhaupt zu kommen. Noch ein bisschen weiter, was sagt das Delta von 0,4 hingegen aus? Ja, das ist im Grunde genommen auch eine Reagibilitätskennzahl, wie stark reagiert der Optionsschein auf Kursveränderung des Basiswertes. Aber es ist im Grunde genommen auch, wenn man so möchte, ein Hinweis darauf, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ich eben am Ende der Laufzeit hier diese 2.625 Punkte erreiche. Und wenn ich sage 0,4, dann würde das etwa 40% entsprechen. Das heißt, das ist keine sichere Wette, ja, weil ich muss ja eben auch noch Kursanstiege haben, damit ich da ins Verdienen komme. Aber wohlgemerkt, man muss vielleicht den Anlegern und den Zuschauern auch sagen, ein Optionsschein ist nicht klassischerweise das Investment, was man immer bis zur Endfälligkeit hält, sondern wenn ich Kurszuwächse in den nächsten 14 Tagen, in den nächsten 2 Monaten habe, die ich als attraktiv erachte, dann kann ich so eine Position natürlich jederzeit verkaufen und mit Gewinnen abstoßen, idealerweise auf der Unterseite auch mit Stops arbeiten, Verluste zu begrenzen. Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, okay. Aber wie beurteilen Sie die Spreads zwischen Brief und Geld? Ja, das ist letztendlich so, dass man natürlich sagen muss, das ist immer auch ein Verlustthema. Das heißt, wenn ich einen solchen Optionsschein kaufe, muss ich mir angucken, was ist der Kaufkurs, was ist der Verkaufskurs, die Differenz. Das ist etwas, was ich immer verliere. Die Spreads sind durchaus eng, sodass ich sagen kann, bei einem gehebelten Investment sollte das jetzt nicht den Ausschlag geben, weil wenn ich hier eine gewisse Kursentwicklung habe, dann habe ich diese kleine Differenz schnell wieder reingeholt. Christian Köker, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, der TecDAX macht seine Sache nach wie vor gut, performt den DAX aus und das nicht erst nur in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz, die Entwicklungen an der Nasdaq, vor allem mit den großen US-Technologiewerten, sprich Facebook, Amazon, Apple, aber auch Tesla, haben deutliche Spuren hinterlassen. Wenn die Marke von 2400, 2450 im TecDAX denn aber weiterhält, und da hat er schon mehrfach in diesem Jahr aufgesetzt, dann ist aber nach Meinung von Charttechnikern doch noch einiges mehr drin, deutlich über diese Marken hinaus. Börsentägliche Updates, wenn es dazu kommt, natürlich in der Aktionär TV. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.